staunet, Apokrypha. Seht nicht nach oben, Sterbliche. Soweit ich weiß, findet eure Art unseren Himmel verstörend. Nun, geht nach Süden. Sie gingen in diese Richtung. Okay, verstörend, sagt sie. So. Nach Süden. Moment, ja. Da hinten müssen wir hin. Dann schauen wir doch mal. Hier. Arme Beobachter. Die Eindringlinge können nicht weit sein. Die Hülle hat sich noch nicht aufgelöst. Die Fährte führt weiter nach Westen, Sterbliche. Ja, wir gehen sofort. Larry Dalmo ist geistig gesund. Was ist das denn bitte? Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ich bin mir nicht sicher, ob der geistig gesund ist, wenn das schon extra so erwähnt wird, aber... Okay, wir reiten hier erstmal weiter runter. Ja, ich muss sagen, so von der Umgebung her und so haben sie es ja schon ziemlich cool gemacht. Ich bin sehr ungern hier, bin ich ganz ehrlich. Weil ich die Umgebung nicht so mag. Also die Umgebung ist okay, aber die ganzen Gegner hier, die mag ich nicht so. Aber es ist schon cool gemacht, das muss man denen lassen. Es ist vor allen Dingen was Neues. Allerweh, Lisa, Sterbliche. Die Widersprüche, die sie schaffen mussten, hängen schwer in der Luft. Die Fährte führt nach Westen. Dann lasst uns doch zum Westen reiten, aber... Doch, Moment, da hinten sehe ich was, aber auf der Karte sehe ich es nicht. Nö, meine Karte will mir das nicht anzeigen. Na gut, wir folgen mal einfach mal der Spur, die hier oben im Dings drin ist. Die hier meinte ich übrigens, da sollte man lieber die Finger von lassen. Ich meine, 879.000 hört sich zwar für Leute, die mehr Kraft haben, nicht so viel an, aber die sind schon böse. Die haben so einen komischen One-Hit, den nicht jeder erträgt. Also für einen Zauberer, einen gut ausgebildeten Zauberer, ist das nichts, aber... Oh nein. Halt, Eindringling! Ich konnte eure Verbündeten nicht aufhalten. Doch ich werde niemanden mehr in den Katalog lassen. Das sollte interessant sein. Mir wurde noch nie Zugang zum friedlichen Katalog gewährt. Ja, super. Entschuldigt meine Unverschämtheit. Jetzt sehe ich, dass ihr das Mal von Hermaeus Mora tragt und mit einem der Wachlinge des großen Auges unterwegs seid. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen, Fremde? Ich habe eingewilligt, dabei zu helfen, Apokrypha zu beschützen. Erzählt mir, was geschehen ist. Eindringlinge verschafften sich gewaltsam Zutritt zum friedlichen Katalog. Ich glaube, es waren Anhänger von Periite und Vermina. Doch wie kann das sein? Und Traumschnitzer Dremora begleiteten sie. Sie töteten oder vertrieben meine Mitschiffin. Wer seid ihr und was ist das für ein Ort? Ich bin eine bescheidene Chiffre, ein sterblicher Schreiber in den Diensten des großen Auges. Dies ist der friedliche Katalog, ein Register und Index des Inhalts von Apokrypha. Hermaeus Moras Feinde könnten großes Chaos mit den darin enthaltenen Informationen stiften. Wo finde ich diese Eindringlinge? Sie haben sich verstreut, nachdem sie in den Katalog eingebrochen waren. Doch zwei wollten zum Befragungsbecken. Ein Traumschnitzer Kühnvogt und ein zweiter Dremora mit Zeichnungen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Bitte, ihr tragt das Mal des großen Auges. Haltet sie auf! Das Befragungsbecken? Ich kenne den Weg, Sterbliche. Nur Hermaeus Moras vertrauenswürdigsten Anhängern und Schriftgelehrten ist der Zugang zum friedlichen Katalog gestattet. Doch wenn die verborgene Sippe und ihre Dremora-Verbündeten vom Befragungsbecken wissen, wir müssen uns sputen, Sterbliche. Irgendwie so wie die sich bewegt, hat man das Bedürfnis, die auf einmal zu kraulen. Aber man hat dann auch wieder ein bisschen Ekel, weil überall Augen sind. Was sollte ich über das Befragungsbecken wissen? Es ist eine Art Register. Was immer die verborgene Sippe in Apokrypha auch sucht, sie scheint nicht zu wissen, wo es zu finden ist. Daher sind sie zum Katalog gekommen, um den genauen Ort auszumachen. Das Befragungsbecken enthält solche Informationen, wenn man weiß, wie man sie birgt. Wie halten wir sie auf? Falls sie entkommen, ehe wir sie einholen, tun wir, was sie getan haben. Wir verwenden das Befragungsbecken, um sie zu finden.
Die Wasser enthalten ein Verzeichnis von allem in Apokrypha, was nun auch die Feinde des großen Auges einschließt. Ja, dann gehen wir mal rein. Eindringlinge im friedlichen Katalog? Welcher Unheil! Kann ich hier stehen bleiben und das lesen oder kommt das auf mich zu? Befehle an Sippenrektor Nylet. Die Berichte über eure Fortschritte in Alavelis erfreuen mich. Torvesat hat mir erklärt, wie er seinen verlorenen Traum wiederfinden möchte, indem er Moras tintenverschmierte Aufzeichnungen nach seinem Versteck durchsucht. Ich möchte, dass ihr Kühnvogt Rühl und die Traumschnitzer bei ihren Auftrag begleitet. Helft ihnen, das Geheimnis zu finden oder holt es euch selbst, wenn die Dinge nicht so stehen, wie man uns sagt. Denkt daran, ihr dient der Traumweberin auf Geheiß des Zuchtmeisters. In Perites Namen Fäulniskrone. Fäulniskrone dient Periete? Aber befiehlt der verborgenen Sippe, für Vermina zu arbeiten? Wahrlich seltsame Verbündete. Tja. Ja, ich muss nur an dem Ding hier vorbei. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Oh, ich kann mir schon selber helfen, vorausgesetzt, dass man den auch treffen würde. So. Die Invasoren haben das Siegel des Portals zertrümmert. Wir müssen ihnen zum Befragungsbecken folgen. Ja, ich habe gerade das Portal genommen. Das hatte ich befürchtet. Die Eindringlinge haben die heiligen Tränen aufgebraucht. Seht euch oben. Ohne sie lässt sich das Becken nicht nutzen. Werte Schiffrin-Kollegen, ein freundlich gemeinter Hinweis. Wenn ihr die heiligen Tränen von Hermeus Mora verwendet, dann sorgt bitte auch für Ersatz. Vergesst nicht, dass die anderen Schiffrin das Befragungsbecken nicht ohne sie nutzen können. Ihr erhaltet neue Tränen bei den Schreinen von Hyrma Mora, Herma Mora und Hermora. Ehrt die einzelnen Aspekte des großen Auges und bedenkt, dass ihr wahrscheinlich wahrlich gesegnet seid. In diesen heiligen Hallen wandeln zu dürfen. Oh mein Gott, es geht wieder los. Chiffre Aemit. Diese Portale führen zu Schreinen, an denen wir weitere heilige Tränen finden können. Ja, nehmen wir mal das erste. Schreine und Tränen. Selbst die erträglichsten Daedra verlassen sich zu sehr auf Zeremonien und arkane Verhaltensregeln. Dann hilf mir doch auch. So, kommt mal alle hier in den dünnen Gang rein. So, weiter links. Kommt ihr jetzt mal? Der haut schon wieder ab. Ich kann sagen, entweder stirbt die jetzt oder. Hallo? Hallo? Du sollst die Tränen nehmen. Hallo? Und das Ziel ist wie immer außer Reichweite. Ah! Ulu Xans Manifest. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Nicht die mal eben looten, ohne hier jemand anderen zu holen. Ja. Wenn ich den hier durchkommen würde. Hallo? Okay, bleiben noch zwei. Guten Tag. Bitte lassen Sie sich nicht stören von mir. Spinnen Dädra mochte ich nie. Sie sind grausam und doppelsinnig. Es überrascht mich nicht, ihresgleichen unter den Traumschnitzern zu finden. Sie mit gerechnet, ne? War mir klar. So. Sterbliche, lasst mich euch helfen.
Ich krieg das mit den Tränen schon alleine hin. Keine Sorge. Achso, halt, stopp. Virajin, das wissende Buch Stahl. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen? Wenn wir jetzt hier nicht durchlesen, das dauert jetzt zu lange. Dann bleibt noch eins hier. Da ist was drin. So, geradeaus und dann rechts. Hallo, guten Tag. Bitte ignorieren Sie mich einfach. Warum tun die Leute eigentlich nie das, was man sagt? Da rein wollte ich nicht. Ich bin eine Feste großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Hast du gedacht, ne? Ich bin eine Feste großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Hände. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Nun gieß die Tränen in das Becken. Sehr schön. Herr Mamora, der Mann aus dem Wald. Dürft ihr euch auch gerne durchlesen? Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich sonst hier weggedingst werde. Weggeschoben werde. Oder was auch immer. Seht ihr, wie das Becken unser Ziel offenbart? Das friedliche Archiv. Betretet das Becken und es wird uns dorthin bringen. Okay. Das friedliche Archiv. Eines der größten Repositorien für Hermeus Moras Glyphica. Wir müssen die Invasoren finden, Sterbliche. Jetzt weiß ich, wo wir die Erinnerung an den Traum finden, an den ich mich erinnert habe. Trotz eurer Vorlieben, Rühl. Fürstin Vermina hat mir aufgetragen, Moras Diener zu bestrafen. Also tue ich das. Übertrieben und sinnlos. Doch ich habe, weswegen ich hierher kam. Ich breche auf. Tut, was ihr wollt. Ich kümmere mich um unsere Lauscher. Hallo, was heißt hier Lauscher? Ihr werdet mich an. Verminas Aufräume kämpfen an meiner Seite. Nein, ach komm. Was kann uns befreien? Wo ist sie denn jetzt? Ach, da hinten. Ja, überlebt. Vielleicht wird dies doch eine Herausforderung sein. Wollen wir mal sehen, wie ihr mit einem Nachtschreck das nicht treffen, Sterbliche. Es ist so nervig immer. Unmöglich! Keine Sterbliche kann mich besiegen. Jetzt habe ich keine. Ich werde mich an euch erinnern. Jetzt habe ich keine Magika mehr gehabt. Mann! Da hinten. Ich muss wohl diese Brücke für euch aktivieren. Ja, das wäre nett, ja. Es wäre leichter für uns beide, wenn ihr einfach schweben könntet. Torvesaat hat bereits auf das Wissen in dieser Glyphik zugegriffen. Wir sollten herausfinden, was sie enthält. Drei Folianten sind aus der Glyphik erschienen. Lest sie, Sterbliche. Über den Urpakt. Als ihr das Buch öffnet, erscheinen nur wenige Zeilen Text. Auf das es nicht in Vergessenheit gerate, sprach der Urdedra. Uns sei es nicht gestattet, unsere Ebene zu betreten und euch nicht eine Reise in die unsere. Jeder Fürst herrscht alleine in seiner eigenen Domäne. Nur auf Einladung darf ein anderer sich im Inneren manifestieren. Und so ist es seitdem... Der Urpakt hindert dädrische Fürsten daran, die Ebene eines anderen zu betreten. Doch das ist wohl kaum ein Geheimnis. Träume der Vergessenen. Denn etwas, das vergessen wurde, ist nicht etwas, das es nie gab. Es wird zu einem Geheimnis, das nur einer allein besitzt, der unweigerlich Wissende.
der Fürst der Geheimnisse. Jene, die es einst kannten, fühlen sein Fehlen womöglich in geplagten Träumen. Wisset, dass es einen Ort gibt auf seiner endlosen Ebene, an dem der Fürst der Geheimnisse die Erinnerung an alles bewahrt, das verloren ging. Orvesat glaubt, dass in der Ebene meines Meisters Erinnerungen an seinen verlorenen Traum finden kann. Geheimnis des Quälenden. Ein Schwarzbuch für einen düsteren Zweck. Das Ritual zum Offenbaren eines Geheimnisses, das überaus gefährlich ist und am besten vergessen werden sollte. Das quälende Auge? Das ist eines der Schwarzbücher meines Herrn. Diese Folianten gaben ihre Informationen nur widerwillig preis. Ich frage mich, ob Tauvesat mehr erfahren hat. Besprechen wir das Sterbliche. Glühwürme dauern die Ewigkeit. Ich habe noch nie gehört, dass sich eine von selbst gelöscht hat. Sehr merkwürdig. Versteht ihr den verbleibenden Text, Sterbliche? Ich empfand die Worte als sehr widerwärtig. Ich bin mir nicht sicher. Was haltet ihr von den drei Büchern? Eines dreht sich um den Urpakt. Könnten sie auf der Suche nach einem Weg sein, um diese uralte Beschränkung zu unterwandern? Das zweite erwähnte verlorene Träume wie jenen, den Torvesat bergen will. Es nannte einen Ort in Apokrypha, wo man verlegte Erinnerungen finden kann. Doch der genaue Fundort stand nicht in den verbliebenen Texten. Nein, doch wir müssen annehmen, dass Torvesat den Fundort erfahren hat, bevor der Text verblasste. Das letzte Buch verwies auf eines von Hermeus Moras berüchtigsten Schwarzbüchern, das quälende Auge. Es enthält einen Ritus zur Ergründung gefährlicher Geheimnisse. Meisterin Schirini hat das Schwarzbuch. Erzählt mir mehr über die Bedeutung des Urpakts. Der Pakt bezieht sich auf uralte Gesetze, die die dädrischen Fürsten binden. Kein Fürst kann körperlich in die Ebene eines anderen eindringen. Jeder weiß das. Nun, Sterbliche vielleicht nicht. Dass sie diesen Folianten suchten, verrät uns etwas Wichtiges. Was verrät es uns? Die Eindringlinge haben einen Weg gefunden, Apokrypha unbemerkt zu betreten. Vielleicht hoffen sie auch, einen Pfad für einen oder mehrere der rivalisierenden Fürsten zu öffnen. Das wäre katastrophal. Wir können hier nicht viel mehr tun. Es wird Zeit, den friedlichen Katalog zu verlassen. In Ordnung, ich treffe euch draußen. Einen Augenblick, ich öffne ein Portal. Da. Wir sind nicht in unmittelbarer Gefahr. Unterhalten wir uns, Sterbliche. Ich bin noch nie auf einen derart verworrenen Widerspruch des Schicksals gestoßen. Obwohl wir den Ursprung dieser Ungereimtheit in Erfahrung gebracht haben, konnte ich nicht die nötigen Berichtigungen daran vornehmen. Leider. Zumindest haben wir Tauvesat verjagt und den Kühnvogt besiegt. Gibt es sonst noch etwas, womit ich helfen kann, Skrut? Ihr wollt helfen? Mir? Was für eine seltsame Sterbliche ihr seid. Aber einfallsreich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne eure Hilfe überhaupt etwas erfahren hätte. Hier ist das versprochene Gold. Ihr habt es euch verdient. Doch dieses Problem muss bedacht werden. Ich werde euch bald wieder aufsuchen. Ja, und wir halten passgenaue Hände von... Also im Mittel vom Set Kamona Tong und einen Fertigkeitspunkt. Lebt wohl, ich... Wartet. Mein Meister, Hermeus Mora, möchte mit euch sprechen, Sterbliche. Er wird mich als ein Gefäß nutzen. Skrut? Was ist los? Wisset, dass der Fürst der Geheimnisse zu euch spricht, Schicksalserwählte. Ich kann durch die Augen meiner Wachlinge blicken. Und durch sie sprechen. Sogar durch sie handeln, falls das nötig ist. Ihr und Skrut habt eine Bedrohung offenbart, bevor ich überhaupt auf sie aufmerksam wurde. Das besorgt mich. Torvesat und die verborgene Sippe haben einen Weg gefunden, unbemerkt in Apokrypha einzudringen. Doch ihr und Skrut habt euch nicht täuschen lassen. Dafür gebe ich euch ein Geschenk.
damit ich euch besser gegen die laufende Bedrohung für meine Ebene und die eure helfen kann, werde ich euch diesen Wachling für die Dauer unserer Vereinbarung zur Verfügung stellen. Ah, da kommt Lehrer Miel. Sie zeigt da hinten an, aber da kommt keiner. Hallo? Lehrer Miel? Trefft sie in Nekrom. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln, oder? Ah, da kommt Lehrer Miel. Und dann muss ich aber komplett zurück nach Nekrom, also hier oben hin, um dann mit ihr zu reden, oder was? Also der Übergang, der wäre jetzt ein bisschen komisch. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Naja, wir sind mit dem Thema hier soweit durch. Wir sollen Lehrer Miel wieder aufsuchen. Das heißt, wir werden damit dann eine neue Quest beginnen. Zusätzlich findige, also nicht findige Augen, sondern also Leute, die aufmerksam sind. So, aufmerksame Augen haben eben auch noch kurz gesehen, dass der Server sowieso gleich gefallen wird. Ich hab's heute überhaupt nicht mal mit der deutschen Sprache irgendwie. Ich weiß auch nicht. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Aber ich bin froh, dass ich zumindest die Aufnahme noch komplett zu Ende machen konnte, bevor die Server runtergefahren werden. Und ja, ich werde dann in einen hoffentlich nicht total kaputten Server mich nachher wieder einloggen und weiter aufnehmen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.